Er ist so nervig und Tank. Das Einzige, was Tank, was gefühlt nervig ist, ist, dass es RNG ist, ob er seinen Shield Slam macht, weil ich will definitiv das Schild von ihm loswerden. Das heißt, wir springen jetzt so lange lustig um den rum, bis er irgendwann mal meint, sein Shield-Ding zu machen. Und wir lernen jetzt, das zu parryen. Und kann ich noch Range parryen? I don't know, I guess. Warum nicht? Dann muss mir halt irgendwann mal das Pattern geben dafür. Shit. Mistimed. Oh, das funktioniert nicht, okay. Ich muss quasi auf den roten Flash warten. Come on, gib mir dein Parry-Ding. Du bist überhaupt nicht nervig. Zu früh. Viel zu früh. Ich weiß nicht genau, wie Parry funktioniert. Ich gehe davon aus, die ganze Attacke ist parierbar. Also das, wo er quasi so rot durch die Gegend dasht. Das ist das, wovon ich ausgehe. Aber dafür müsste der halt den Kram zuerst mal machen. Ist definitiv nicht so, okay. Oh, I see. I see. Ja, das ist total bescheuert. Hä? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was da passiert ist? Du musst das mit Grapple wegziehen. Natürlich. Ich drück Grapple. What? Ja, das ist Schwachsinn. Dude, ich drück Grapple und Schuss und es passiert einfach nichts. Was? Oh ja, das macht so spannend, dich zu verhalten. Come on. Was eine Bullshit-Mechanik. I'm so fucking done with this. Ich weiß, was ich tun muss, aber das Spiel lässt mich nicht. Finally. Weil jetzt bist du Futter, mein Freund. Keiner. Excuse me.
war nicht in der Luft. Nö. Ich bin nicht ausgewichen. Nö. Konnte ja vorher schon sehen, welche Attacke kommt. Wie viel HP hast du, mein Freund? Ich hab gedrückt. Alter, leck mich am Arsch. Warum muss dieser QTE-Bullshit am Ende sein, der überhaupt nicht funktioniert, ey? Was ein Schwachsinn. Das ist doch ein Bullshit, ey. Ich hasse ihn. Aber ich hasse ihn aus den falschen Gründen. Das ist nicht die Schuld des Bosses. Der Boss ist okay, die Steuerung ist Schrott. Aber das ist ja nichts Neues. Gut, der Damage ist halt ein bisschen overtuned, aber hey.
Du musst das Preemptive drücken, Alter. Das ist so dumm. Du musst da literally Preemptive drücken. Das ist überhaupt nicht eingängig. Er macht halt... Du musst literally drücken, wenn das Ding flasht. Und das flasht halt so gefühlt eine Sekunde, bevor es dich überhaupt trifft. Schwachsinn. Ich guess, wir gehen den Endboss verhalten. Kann ja nicht viel schlimmer werden. Oh Gott, ich sag das und bereue sie jetzt schon. Ein Meme-Bossfight. Warum war diese Powerbomb for free? Die hat mir keine Ressourcen abgezogen, gar nichts. That's sus. Daten werden hochgeladen. Es scheint, als hätte deine Metroid-DNS bewirkt, dass du zu einem Metroid wurdest. Normalerweise hätte das sofort nach der DNS-Transplantation geschehen müssen. Das ist nicht Adam. Deine Tua-Gene müssen den Prozess verlangsamt haben. Die Tua waren der einzige Stamm, der die Metroids kontrollieren konnte, auch wenn du ihre DNS besetzt. So bist du doch keine Tua. Deine physische Kraft liegt nahe, dass du auch noch in DNS besetzt. Stimme so anders. Wurden darauf programmiert, Morgin als Feinde zu erkennen. Daraus schlussfolgere ich, dass deine Metamorphose wahrscheinlich durch Raven-Geeks Angriff ausgelöst wurde. Seine Präsenz hat den Metroid-Killer-Instinkt in dir erweckt. Seitdem hat sich deine Metamorphose beschleunigt und ist jetzt unkontrollierbar. Du bist jetzt ein Metroid, Samus Aran. Deine Existenz ist eine Bedrohung für die Galaxie. Besser ist das. Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorge. Du kannst immer noch zum galaktischen Frieden beitragen. Du musst nur deine neuen Kräfte richtig anwenden. Aha. Befolge meine Anweisungen weiterhin so treu wie bisher. Das reicht schon. Mehr musst du nicht tun. Dein Auftritt hier auf ZGR war höchst zufriedenstellend. Und zudem hat er wie erhofft auch deine Metroid-Kräfte erweckt. Es war richtig, dich bei unserer ersten Begegnung leben zu lassen. Der flüchtige Eindruck hat mich nicht getäuscht. Unterwirf dich und übergib deine Kräfte. Nur mein Plan kann Ordnung in der Galaxie herstellen. Ergib dich deinem Schicksal, Samus. Das ist ein Befehl. Ungehorsam wird nicht geduldet. Oh nein, Daddy. Mhm.
Mhm. Die Kugel wirst du auch nicht los, außer du springst rein, wa? Cool. I press the button. Okay. Also dieses Black Hole ist halt mal Blödsinn, ne? Oh, natürlich, klar, du. Klar. Onkel Dagobert. Aber müsste es nicht Papa Dagobert sein? Doch, die wirst du los. Oh, ich habe schon eine Idee, wie ich die loswerde. Cool Spiel. Ja, die wuchst du los. What the fuck, dude? Okay, I call bullshit. I actually call bullshit. Ich habe gesehen, wie er den Come-to-me-Move gemacht hat und ich bin zu ihm gelaufen und habe ihn mit einem Parry getroffen und er hat mich einfach... Come on. Ich habe gewusst, was kommt. Ich habe gewusst, was kommt und laufe mit einem Parry zu ihm und er macht irgendwas Parierbares und ich krieg's nicht. Cool. Sehr cool. Kann sie jeden Boss lernen. Wir hatten ein paar Moves, die sind ziemlich Bullshit. Außerdem habe ich nicht unendlich Powerbombs. Junge. Was ist das? Holy shit. Aha. Ah, cool. Ja, das ist ja cool, dass er dich einfach in der Ecke Bombo kombon kann. Das ist eine sehr tolle Mechanik. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, bitte erschieß dich. Hey, vielleicht nicht, aber what the fuck. Unnötig. Absolut unnötig. Ich verstehe nicht, wie ich sonst gefühlt 20.000 Iframes habe, aber ausgerechnet, wenn er mich hittet,
Was? Aha. Oh. I think I start to understand. Ja, das ist natürlich richtig liebevoll. So, okay. Dinge, die ich festgestellt habe. Erstens mal, die Farben der Aura um ihn herum bedeuten was. Ich weiß nur noch nicht, wie ich mit der gelben Aura umgehen muss. Außer LOL Perry. Aber das ist bescheuert, weil LOL Perry ist immer random. Maybe, weil es eine gelbe Aura ist, die Charged Rockets. Weil alles, was gefühlt gelb, weiß ich nicht, gelb müsste eigentlich dafür stehen. Mein Powerbomb scheint ihm auch nichts zu machen. Liege ich mit meiner Augenfarbenkacke so falsch? Ich nehme alle Infos, die ich kriegen kann. Full Vulva, Ravi, Full Vulva. Absolut, okay. Das Einzige, was ich halt extrem nervig finde, ist halt sein Black Hole. Sein Black Hole ist irgendwie kacke. Geht gut. Fick dich. Er nimmt nur Schaden in den Parry-Phasen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wie bitte? Was ist das denn für ein Meme-Blödsinn? Moment, also. Du kannst drei Moves von ihm parieren. Weil ich meine, mein erster Instinkt ist jetzt zuerst mal in den Fight zu gehen und zuerst mal zu lernen, wie ich mit allem irgendwie deale. Weil das, was mir im Moment am größten Sorgen bereitet, ist literally das stupid Black Hole. Weil das ist das, wo ich noch nicht wirklich einen Plan für habe.
Das Black Hole frisst vier normale Raketen. Goddammit, Internet. Calm the fuck down. Holy shit, ey. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass dieser Whole Screen fucking Charge parierbar ist. Hab ich mir fast schon gedacht. Ich verstehe jetzt noch nicht genau, was ihr meint mit Unverwundbarkeitskippen. Weil er jetzt Zeit, Parry-Timings zu lernen. Ja, das ist ja Schwachsinn, dass er nur von Parrys Schaden kriegt. Das ist Blödsinn. Das ist nicht parierbar. Das auch nicht. Dude, du musst halt von ihm wegspringen. Das ist parierbar. Weirdes Timing, though. Also Black Hole into den Laser ist halt Schwachsinn. Ich hasse das Black Hole.